Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, ihr seht bereits, die Sonne ist aufgegangen und wir werden uns jetzt daran machen, hier alles soweit aufzubauen, mit Redstone zu versorgen, damit wir dann nämlich in der, oder was heißt nächsten Folge, nein, damit wir dann danach anfangen können, hier den Kontrollraum fertig zu bauen. Denn dann haben wir alles zusammen für unser Feld. Tatsächlich, ja, wir hätten es dann endlich geschafft, hier alles soweit vorzubereiten. Und dann kann es doch tatsächlich endlich damit losgehen, dass wir hier alles soweit fertig machen. Weißt du, dann haben wir gar nicht mehr so viel zu tun. Dann ist es echt nur noch eine Sache von ein paar Folgen. Und dann funktioniert hier hoffentlich soweit alles. Aber dafür wollen wir natürlich heute erstmal sorgen. Und deswegen werden wir hier erstmal alles soweit vorbereiten müssen. Redstone-mäßig, sowie auch natürlich den ganzen Rest. So, ich muss dafür gucken. Hier ist die Mitte, ne? Drei da, okay. Müssen wir jetzt nämlich hier eine Line eben mal durchziehen. Komplett wieder mit Redstone. Alter Schwede, ist die long. Zack, 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 zack. Ne, hier nicht. Sondern hier wieder. Und hier wieder. So, ihr seht schon, ist schon alles wieder vorbereitet gewesen. Ich war gerade in der anderen Welt, habe nochmal nachgeguckt. Damit alles hier hundertprozentig später funktionieren wird und nicht nachher irgendwie doch nicht funktionieren wird, weil ja irgendwie ich mal wieder Scheiße gebaut habe, was, wie ihr ja wisst, das häufigeren vorkommt. Aber da habe ich heute so keinen Bock drauf, deswegen habe ich da lieber vorgesorgt und gleich dafür gesorgt, dass dieses nicht passieren wird. Ja. So, wir müssen dann aber gleich ganz kurz nochmal gucken, wie das hier alles aussehen wird später. Denn momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht, wie ich hier den Dings machen muss. Wisst ihr wahrscheinlich nicht, weil ich nicht weiß, was ich selbst nicht weiß, was ich bald verdammt. Ach ja, nee, ich weiß aktuell noch nicht, wie ich gleich die Pistons hier anbringen muss, damit die hier drauf gehen. Die müssen eigentlich ja hier drüber. So, die dürfen natürlich nicht auffallen. Deswegen muss ich da gleich nochmal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, die Wand, wartet mal, wir gucken mal ganz kurz nochmal nach. Weil ich das eigentlich nicht machen wollte jetzt, aber bleibt leider nicht viel anderes übrig. Ach komm, jetzt lade diese verdammte Welt. So. Ihr seht ja, hier ist das Ganze ja genauso aufgebaut. Und ihr seht auch, hier ist der Cobblestone drüber. Dann weiß ich schon nämlich. Warte mal. Jawohl, ich weiß, wie ich es machen muss. Okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen, nämlich. Es ging nämlich darum, dass die vordere Reihe ein wenig, also die obere Etage ein wenig versetzt ist. Sie ist nur 8. Nee, die ist nur 6 breit und nicht so wie hier breiter. Was nämlich gar nicht mal allzu schlecht ist, muss ich ja sagen. Denn so können wir jetzt das Ganze hier ordentlich aufbauen. Aber dafür müssen wir natürlich jetzt hier erstmal die gesamte vordere Reihe rausruppen. Denn da muss noch Cobblestone rein. Und ab dahinter können wir dann gleich alles mit Holz machen eben. Das geht dann eigentlich recht zügig, muss ich sagen. Also das wird, glaube ich, nicht allzu lange dauern. Und dann sind wir tatsächlich hier durch. Und dann können wir uns nämlich dran machen, ganz entspannt hier den letzten Rest zu bauen. Das ist tatsächlich nicht viel. Und dann sind nur noch ein paar kleine Handgriffe und dann sind wir hier durch. Mit die ganzen Mist. So. Ich brauche natürlich gleich noch die neuen, oder besser gesagt andere Pistons, und zwar Sticky Pistons. Nee, da darf der nicht hin, da muss gleich der Rest hin. So, jetzt muss ich gucken, hier erstmal dahin, dann weg. Da können wir eigentlich auch ganz erstmal ganz durchziehen und dann alle wegmachen, die stören. So, weg und weg und weg. So, jetzt haben wir das nämlich schon mal soweit alles fertig. Und hier drauf können wir dann jetzt gleich nämlich oben aufbauen. Aber wir können vorher ganz eben mal natürlich Holz wiederholen. Ich weiß gar nicht, wo ist das eigentlich? Ist es hier oder ist es in der anderen Kiste unten? Hier ist kein Holz, hier ist schon mal Holz, ganz normales Holz. Und wir wollen natürlich Baumstämme, noch ein paar. Und zwar davon auch Nische zu wenig. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich aufnehme, verdammt, weil die Zeit weg ist wohl. Ach Mensch, naja, egal, komm. Mache ich jetzt erstmal frei Schnauze so ein bisschen. Oder ich mache in dieser Aufnahme jetzt soweit die obere Etage fertig, das weiß ich gar nicht. Könnte ich mal versuchen, theoretisch. Aber ich brauche dafür Holz von unten. Dann wäre nämlich mal was, wenn wir die Etage dann schon mal fertig hätten. Dann könnte ich mich nämlich, wenn ich wiederkomme, ganz drauf konzentrieren, nur noch die letzten Handgriffe hier zu erledigen und dann war es das ja schon. Also besser gesagt, wenn ich wiederkomme, nee, das werde ich noch machen, bevor ich gehe natürlich.
alles hier so weit vorzubereiten. So, ach komm, ich gehe von außen hier drauf. Ich habe jetzt keinen Bock, hier mir eine Treppe drin zu bauen. Die muss nachher ja wieder weg. Machen wir es mal eben von außen. So, denn hier muss natürlich jetzt eine Decke drauf. Die wird dann gerade 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Jawohl, so sollte es passen. Ach Mensch. So, so sollte es aber auf jeden Fall hier hinhauen, wenn wir das soweit erstmal alles ausbauen. Und dann müssen natürlich als nächstes hier erstmal die ganzen Baumstämme wieder dran. Und so weiter und so fort. Das können wir auch gleich alles soweit erledigen eigentlich schon mal. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich werde jetzt auch, glaube ich, als allererstes den Raum hier soweit vorbereiten. Eigentlich hätten wir da einmal ganz schnell durchgehen sollen. Aber egal, komm, jetzt machen wir das mal eben so hier, auch wenn das ein bisschen umständlicher ist. Und bei weitem etwas länger dauern könnte, aber egal. Da brauchen wir gleich nämlich nur noch 8 Repeater. Alter, unser Whetstone hat tatsächlich gereicht für dieses Mammutprojekt hier. Mensch, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir so viel Whetstone mittlerweile schon haben. Also Respekt, muss ich da mal sagen. Um mir ganz unauffällig selbst auf die Schulter klopfen. Nein, aber das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir so viel Whetstone hier gesammelt haben in letzter Zeit. Dass wir tatsächlich damit hier das ganze Feld mal eben bauen können. Ich hätte gedacht, wir bräuchten hier viel, viel mehr Stuff. Aber glücklicherweise ja nicht. Ich muss ja sagen, ich habe mich auch für die Whetstone-sparende Version entschieden bei dem Feld. Es gibt ja noch eine, die hätte ich ganz gerne mal ausprobiert. Die wäre noch komplexer gewesen. Da wäre das Feld auch noch ein bisschen unterteilt schaltbar gewesen. Aber ja, das wäre dann, glaube ich, auch zu vieles Guten gewesen, so ein bisschen. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn wir das jetzt erstmal so machen. Ne, warte, da muss ja gar nichts hin. Als nächstes muss dann ja erst wieder hier drüben was hin, aber dafür können wir das hier erstmal alles mit Dirt auffüllen, den Rand einmal außenrum. So, ab da brauchen wir das ja nicht mehr so. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, hier kommt die Pisten hin. Dann fährt das Ding da aus und da kommt der Block hin. Ja doch, das passt. Okay, dann müssen da nämlich jetzt ab da die Baumstämme rein. So, warum hat das beim unteren jetzt nicht geklappt? So ein Mist. Ach, Menü. So, die müssen alle genau so hier rein, damit wir alles genau hinkriegen hier. Och Mann, ey, was? Warum setzt er den ersten grundsätzlich immer falsch, egal in welche Richtung? Der erste ist immer falsch. Mensch, darf ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, genau, komm, setz wieder falsch. Alter, der soll den doch verdammt nochmal einfach hier an den Block gerade setzen. So ein Mist. So, den Rest können wir später machen. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach oben. Och Mensch, echt. Alles mit den Holzklötzen, muss ich sagen, das finde ich echt schon ganz schön scheiße. Damals, das war ja, je nachdem, wo er hingeguckt hast bei dem Block, jetzt kannst du die gar nicht mehr immer in alle Richtungen platzieren, was echt schon ganz schön mies ist. Alter, wie oft wir jetzt hier im Kreis rennen, einfach nur deswegen, weil ich zu doof war für diesen scheiß Holzklotz, echt, den hätte man da verrotten lassen sollen. So, 1, 2, 3... Ach ja, und die sitzen natürlich auch alle einfach zu tief, ist ja ganz klar. Ach egal. So, da kommen später die Pistons rein. Und dann passt das schon wieder. So, 1, 2, 3 müssen die alle hier hin. Ach Mist. 3 eigentlich. Denn jetzt können wir hier ganz entspannt noch einmal eine Runde drüber laufen und dann sind wir durch. Ach boah, was macht denn der für ein Scheiß? Boah, Alter, das kotzt mich an hier. So. Mensch, echt. Also manchmal geht mir das echt schon ganz schön auf den Nerv und ich weiß gar nicht, ob es meine Noobigkeit einfach nur ist oder woran es liegt. Hier natürlich der Balken drauf. Ja genau, wir haben gar kein Holz mehr oder was? Das darf ja wohl nicht wahr sein.
Wir verbrauchten hier allein der Kontrollraum, verdammt. So, ich muss noch mal ganz kurz das nachschauen. Werde dann gleich auch eine Aufnahmepause machen, wenn der vordere Teil soweit fertig ist. Ne, dann sind wir hier, glaube ich, auch soweit durch erstmal. Ach, Mann. So. Siehste, da muss auch eine Holzschicht gleich drüber. Ach, Mensch, ich wusste es doch irgendwie. So, okay. Hier muss auch eine Holzschicht nämlich drauf. Die wird allerdings, glaube ich, später verdeckt. Deswegen ist gar nicht so wichtig, dass die da nicht ist, wo auch die Scheiben nicht später sind. Aber für die Scheiben ist das natürlich als Rahmen wichtig. Als Fassung sozusagen. So, dann muss das nämlich hier immerhin nicht runterfallen. Hier, da habe ich keinen Bock drauf jetzt. So, und ach komm, wir ziehen einfach eine Reihe durch. Wir haben noch so viel Holz. Das sollte doch locker ausreichen, was wir haben. So, vor die kommen nämlich dann später in Tarnung, dass man die nicht mehr sehen kann. So. Müsste ja reichen, wenn wir bis da gehen eigentlich. Können wir da nämlich später Erde draufsetzen. So, und dann jetzt noch hier das Ganze natürlich zu clustern. Zack, 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 zack. Chack, 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 chack. Chack, 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 chack. Menschenskinder. Was eine trostlose, langweilige Arbeit hier gerade. Aber nun gut. Irgendwie müssen wir hier erstmal durchkommen. Bevor wir uns dann daran machen können, hier den ganzen Rest noch aufzubauen. Das werden wir dann auch, glaube ich, in der nächsten Folge machen. Ich werde jetzt erstmal das soweit fertig machen, wie wir das hier fertigstellen können. Von hier aus natürlich. Oder ist zwar noch ein bisschen, aber nicht mal allzu viel. Und dann will ich das Feld nämlich heute abschließend schon mal fertig kriegen. Also in der nächsten Folge natürlich. Denn ich werde jetzt, wenn wir hier durch sind, nach diesem Holzbalken, werde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Bis morgen dann auf jeden Fall. Und dann wird es morgen nämlich dran gehen, hier den Rest auszuheben und auszukleiden. Und dann natürlich nur noch die Repeater machen und die Sticky Pistons. Und dann sind wir nämlich hier durch. Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einer neuen Folge Minecraft. Bis dahin, tschüss.